Die Diagnose bei Gerhard Lange war eindeutig. Er hat Alzheimer, die häufigste der demenziellen Erkrankungen. 1,4 Millionen Demente leben in Deutschland. Täglich kommen 100 dazu. Für die Angehörigen bedeutet dies eine einschneidende Veränderung. Ich habe gelernt, es zu akzeptieren, und das war wirklich nicht leicht. Das geht also nicht von heute auf morgen. Was ich also lernen musste, geduldig zu sein, nicht hektisch zu sein. 90% der demenziell Erkrankten werden zu Hause gepflegt, zumeist von Frauen. Irene Arnold bietet Sprechstunden an, um die emotionale Belastung und die neue Lebenssituation zu bewältigen. Die Behandlung der Angehörigen ist mindestens genauso wichtig wie die Behandlung der Patienten selber. Weil gerade also dazu gibt es auch Untersuchungen, pflegende Angehörige, also häufig sind es ja eben auch die Ehefrauen oder die Töchter, die ihren Vater oder ihre Mutter in der Häuslichkeit pflegen, auch einen sehr, sehr hohen Prozentsatz an psychischen Erkrankungen aufweisen. Entlastung und Pausen sind wichtig, nicht nur für die Pflegenden. Eine wichtige Unterstützung bietet die Tagespflege Minna Schado in Teltow. Mit liebevoller Betreuung und professionellen Therapieangeboten fördern die geschulten Mitarbeiter noch vorhandene Fähigkeiten der Senioren. Zu unseren Programmpunkten zählt halt viel Erinnerung, Beschäftigung, Motorik. Ob beim Kochen oder Backen, Mithilfe der Tagesgäste ist erwünscht. Jeder kann, keiner muss, ist das Motto. Erinnerung lebendig halten im Kampf gegen das Vergessen ist ein Ziel. Wenn man einen Kuchen backt oder so, man kennt es von zu Hause, der Duft steigt in die Nase und man kriegt richtig Appetit auf den Kuchen oder auf das Mittagessen halt. Das ist schon mal ganz wichtig. Aus meiner Sicht das Allerwichtigste der Therapie ist, dem Patienten also so viel Lebenszufriedenheit und Lebensqualität zu geben, wie das eben auch nur möglich ist. Möglich ist das nur, wenn auch die Angehörigen zufrieden sind, sich nicht im Stress aufreiben. Das hat Helga Lange erst lernen müssen. Zweimal in der Woche nimmt sie daher die Tagespflege Minna Schado in Anspruch. Ich bringe ihn um 8:30 her, dann gehe ich sofort ins Sportstudio. Da bin ich dann um 12:30 oder so zurück. Waschmaschine an, essen, noch irgendwas telefonieren oder Brief schreiben oder was in Ruhe erledigen und dann ihn wieder abholen um 15 Uhr. Die Tagespflege sorgt für einen strukturierten, erfüllten Tag für Gerhard Lange. Er fühlt sich wohl, während seine Frau im Sport und beim Plausch mit Freundinnen neue Kraft schöpft. Ihr Leben ist anders geworden, aber nicht weniger schön. Ja, wenn er kommt, mich umarmt, streichelt und so, lacht, wenn er mir was erzählt, auch wenn ich es nicht verstehe, aber und dabei fröhlich ist, glücklich ist, dann weiß ich, er fühlt sich wohl, er ist zufrieden und dann bin ich auch froh und glücklich.